Wisst ihr eigentlich, wie viele deutsche Hunderassen es gibt? Tatsächlich gibt es mehr als 30. Schauen wir uns die mal an. Affenpinscher, bayerischer Gewürzschweißhund, Boxer, Dackel, deutsche Bracke, Deutsch-Kurzhaar, Deutsch-Langhaar, Deutsch-Drahthaar und Deutsch-Stichelhaar, deutsche Dogge, deutsche Spitze, deutscher Schäferhund, deutscher Wachtelhund, deutscher Jagdterrier, Dobermann, deutscher Pinscher und Zwergpinscher, Elo und Eurasier, Harzer Fuchs, großer und kleiner Münsterländer, hannoverscher Schweißhund, Hoberwart, Komfortländer, Leonberger, Landseer, Pudel, Pudelpointer, Rottweiler, Schnauzer, Weimaraner und die westfälische Dachsbracke. Besucht auch meine ausführlichen Rasseporträts auf diesem Kanal. Ich würde mich freuen.